Und ein herzliches Willkommen zurück zum nächsten Part von Anno Update oder Anno Info. Dementsprechend zum ersten Part im Jahre 2018. Dieses Jahr ist ja der offizielle oder der geplante Release von Anno 1800. Das heißt, wir dürfen uns auf mehr Gameplay-Szenen, Playtests und so weiter und so fort freuen und hoffen. Es ist auch so angekündigt worden, aber es ist ja logisch, ist ja Release im Herbst oder Winter. In der Zwischenzeit, seit dem letzten und diesem, es gab relativ wenig neue Infos, daher auch die lange Zeitspanne zwischen den zwei Videos. Es gab selbst jetzt immer noch zu wenig Infos, dass ich es wirklich rentieren würde. Das Video hier aber einfach der Zeitabschnitt ist zu lange. Oder ich finde ihn zu lange, dass wir mal was reinschieben müssen. Und es waren auch jetzt entstehen ein paar Themen an, die man ansprechen sollte, damit jeder Bescheid weiß. Und damit man sie mal behandelt hatte. Gut. Zum Thema, was war letztes Jahr noch? Es war im Endeffekt nichts. Es gab ein paar Beiträge noch auf der Anno Union, aber nur vorausschauend, was wird 2018 kommen. Aber da war auch nicht mehr drin gestanden, wie wir schon wussten. Also es wurde ja bereits schon vermutet, dass es einen neuen Beitrag oder dass man 2018 dann näher auf die Logistik, eventuell auf Züge eingehen wird, auf die Inselwelt, auf die Warenketten oder Produktionsketten. Ist klar, das Spiel kommt raus, man muss drauf eingehen vorher. Wann? Haben sie selbst 2018 jetzt hat in den ersten zwei Beiträgen nicht gesagt. Soll demnächst kommen. Also sie haben jetzt geplant, ich denke, wenn ich mal so richtig einschätze und wie es sich bisher immer so bewahrheitet hat, das wäre so Februar rum, Mitte Februar, Ende Februar, mehr über die Logistik schon Beiträge sehen wollen. Oder sehen werden, weil sie haben in der Hinsicht schon ein wenig so die Richtung vorgegeben durch den letzten Beitrag, wo sie gesagt haben, weniger auf diese Entstehung von Gebäuden, wo die Leute auch sehen wollen, diese 3D-Artists, sondern mehr hin zu diesen Gameplay-Elementen, wie die Logistik, Produktionsketten, Inselwelt. Multisession ist ja auch ein Thema. Da wurde ja noch gar nichts dazu gesagt, außer dass wieder dabei ist in abgewandelter Form. KI, ja, gab es auch nicht wirklich detailreiche Infos. Soll alles demnächst 2018 folgen. Was auf jeden Fall war und was jetzt ansteht, es war auf jeden Fall. Letzte Woche war der Anno-Stammtisch, sage ich mal so, auf dem Discord-Server entsprechend, wo auch Leute von Blue Byte dabei waren, wo Fragen hin und her gestellt worden sind und beantwortet sind. Zuerst war auf Deutsch und dann war was auf Englisch. Also der Stammtisch, muss man auf jeden Fall sagen, der war sehr kultiviert. Die Leute haben sich schön abgewechselt, nacheinander Fragen gestellt. Es ist klar, das Team von Blue Byte hat im Endeffekt nicht viel mehr. Sie haben im Endeffekt gar nichts verraten vom Spiel. Ist ja auch klar, dürfen sie nicht oder sollen sie nicht, außer die Infos, die schon bekannt gewesen sind. Ja, bei manchen Sachen ist es ein bisschen mehr ins Detail gegangen, aber das war im Endeffekt auch schon klar. Im Bereich Multisession, dass die Session optional ist, dass du nicht hin musst, um im Endgame sozusagen vom Spiel reinzukommen, aber das wurde ja schon bereits mal angesprochen. Da ist es nochmal konkretisiert gewesen. So noch ein paar Punkte, die aber jetzt nicht nennenswert sind. Was auf jeden Fall darauf eingegangen ist und was ab heute ja startet, ist die Bewerbung für die Playtests
oder die Online-Playtests, sagen wir so, entsprechend den Beitrag seht ihr jetzt im Hintergrund höchstwahrscheinlich. Auf der Anno Union gibt es die Seite, da kann man sich das anschauen. Gibt es auch einen aktuellen Beitrag dazu. Und da kann man sich bewerben und kommt dann im Endeffekt auf eine Warteliste. Weil so wie aktuell das aussieht, und der Beitrag ist jetzt aktuell 3 Stunden online, sind die Server von Blue Byte überfordert mit den Anmeldungen. Weil Blue Byte schon schreibt, versucht es morgen nochmal, weil keine Reaktion mehr auf die Bestätigungs-E-Mails kommt. Also auf der Seite her, bitte Dienstag, Mittwoch machen. Jeder zählt gleich viel. Ob sich einer am ersten Tag oder am letzten Tag bewirbt, vor Playtest, vor der Endphase, sag ich mal, vom Ausrollen der Bewerber, sag ich mal, spielt keine Rolle. Sie haben gesagt, sie zählen alle gleich viel. Egal wie viele Spielstunden man in den älteren Annos hat, ob es jetzt 22.05, 20.70, 14.04, 15.03, 16.02 oder 17.01 ist, spielt absolut keine Rolle. Im Endeffekt geht es darum, dass Blue Byte schauen kann, ob das Spiel auch auf den Hardwaren und auf der Hardware und der Hintergrundsoftware von den Spielern läuft. Das ist das Ziel. Aber das war's eigentlich auch schon wieder. Mehr Infos gab's nicht wirklich. Wir werden das auch relativ kurz zusammenschneiden. Diesmal, zum Schluss kann ich es ja sagen, nachdem beim letzten Anno-Update-Video der Kommentar aufgekommen ist, es ist sehr in der Länge gezogen, diesmal die kürzere Variante. So werden wir es auch zukünftig jetzt beibehalten. Wollte ich seit Anfang an machen, habe ich mir nicht genügend Zeit dafür genommen. Ehrlich gesagt, von mir aus. Wird jetzt wieder mehr geschnitten. Die Infos kompakter, kürzer. Man muss sagen, das letzte Video hatte über 20 Minuten oder war sogar 30 Minuten. Es war viel zu viel. Die Infos waren im Endeffekt nur 10, wenn ich sie zusammengeschnitten hätte. Hatte ich vergessen und aus Zeitnot. Aber jetzt 2018 wollen wir natürlich hier das alles sauber, ordentlich, richtig machen. Aber bis zum nächsten Mal hoffe ich, dass neue Infos kommen. Sobald neue Infos ja wirklich da sind, wird es auch wieder neuen Update geben, sage ich mal. Es kommt ja nicht in regelmäßigen Abständen jetzt das Ganze, sondern wenn neue Infos da sind, beziehungsweise unregelmäßig. Und wir müssen jetzt mal schauen, wie sich das Ganze so entwickelt die nächsten Monate. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.